hinten hin.
hallo zusammen. Ein Sensationsspiel liegt hinter uns, 1-4 gewonnen beim FC Emmendingen, einer überragenden Bezirksligamannschaft, was wir alle heftig zu spüren gekriegt haben zwischen Minute 12 und 25, wo sie uns wirklich mal eine Viertelstunde an die Wand spielten, eine riesige Chance gehabt haben, wo wir uns auch nicht beklagen dürfen, wenn wir 2-1, 3-1 in Rückstand geraten. Riese Kompliment an den Loris Bendel, der uns da mehrfach im Spiel gehalten hat. Ja, und da muss man aber ganz klar sagen, die ersten 12, 13 Minuten top, absolut top, wie wir hier parat waren, wie wir da waren. Hat Freude gemacht, macht mich stolz. Dann war es ein ausgeglichenes Spiel bis zur Halbzeit und die zweite Hälfte, Hut ab an meine Mannschaft. Ich habe es gerade gesagt, es fällt schwer bei so einem Spiel einen Einzelnen rauszuheben. Trotzdem will ich es machen. Sebastian Schmidt heute überragend, absolut überragend, an gefühlt jedem Tor beteiligt. Wir sind im Moment einfach nur glücklich, aber ich habe es der Mannschaft auch gerade gesagt, eins dürfen wir nicht vergessen, es ist Halbzeit. Es ist Halbzeit und wir haben einen Top-Gegner, der jederzeit in der Lage ist, 3 Tore zu erzielen und zur Not auf 4 oder 5. Und wenn wir sie lassen, dann werden sie das Wunder oder diese Sensation schaffen. Nichts anderes wäre es jetzt mit 3 Toren Rückstand. Und unser Ziel muss es jetzt sein, dass wir das Platz ziehen, 3 Tore Vorsprung, 4 Auswärtstore erzielen. Das dürfen wir uns zu Hause nicht mehr nehmen lassen. Ich lade alle ein, den kompletten Hochrhein. Wir brauchen jeden. Jeder, der es gut mit dem FC Erzinger meint, muss am nächsten Samstag 17 Uhr ins Stadion oder an den Sportplatz kommen und muss diese Mannschaft unterstützen. Wer heute da war, hat gesehen, dass es verdient. Und wir wollen jetzt den letzten Schritt gehen. Aber es ist Halbzeit. Leider. Schönen Tag zusammen. Danke. Interview mit Loris Bendel, Torwart und Captain vom FC Erzinger nach dem 4-1 in Emmendingen. Loris, erzähl. Ja, jetzt im Moment natürlich erstmal traumhaft. Unglaubliche Hitzeschlacht. Jeder, der heute da war, kann es bezeugen. Erste Halbzeit 2 gleich starke Mannschaften. Zweite Halbzeit dann Spielglück auf unserer Seite. Und jetzt natürlich überwiegt die Euphorie. Wir wissen aber auch, dass ab nächster Woche nochmal die ganze Konzentration auf den 90 Minuten liegen, weil wir natürlich die gute Ausgangslage auch veredeln wollen. Wir wissen aber, dass erst Halbzeit ist. Hast du in der ersten Halbzeit gleich 3-4 Mal müssen alles rausholen? Ja, wenn man ehrlich ist, sieht man natürlich auch ihre Stärken in der Offensive. Ein weiterer Topstürmer kam ja sogar erst Mitte der zweiten Halbzeit. Ja, in den Spielen gehört dann auch das Quäntchen Glück dazu. Aber das ist natürlich, was man versucht als Torwart und das Jahr daraus trainiert. Kurz vor 3-1, Pfostenschuss, aber haben Sie nicht, glaube ich, gefault? Ah, nee. Foul würde ich nicht sagen, war einfach ein schwieriger Ball im Getümmel. Wir wissen, wie sie die Ecke spielen. Genauso habe sie gespielt. Bin dann glücklicherweise noch dran gekommen. Ja. Ich am Vorstand, dann kommt es 3-1. Ja, natürlich, das ist das, was ich meinte mit dem Spielglück. Es sind Nuancen, in denen Spiele entscheiden. Und unglaublich, was die Jungs heute geleistet haben. Also ich stehe ja nur in die Sonne, die laufen in der Sonne. Also Hut ab. Okay, dann nächsten Samstag. Du hast schon zu mir gesagt, ich darf nicht bei dir am Tor stehen. Genau, also, bitte gegenüber. Ich danke dir, ciao. Danke, ja.